Ich weiß, dass ich ihn auch umgehen könnte wahrscheinlich, aber ich will ihn auch töten und ich laufe die ganze Scheiße nochmal. Ich raste aus. Oh Gott, was für eine Welt. Und das ist wirklich mittlerweile ein relativ weiter Weg, finde ich. Okay. Renn erstmal hier so ein bisschen. Ich meine, klar, ich kann ihn besiegen. Ist auch kein so Riesenakt. Ich muss nur mal irgendwann. Ich muss nur mal aufpassen. Auf seine Schläge, die ich Gott sei Dank mit meinem Schild parieren kann. Rollen würde ich hier nicht ausprobieren, auf dieser Enge. Warte mal. Und schon habe ich mich verlaufen. Jawohl. Warte mal, ich muss da lang, hier zeigt das Ding lang, genau, dann muss ich hier hoch. Alles klar. Da ging es nicht drüber. Wo ging es denn nur da lang? Erstmal den Weg weiter folgen. Dann darüber rennen. Dann lag irgendwo so ein Brückenteil, wo ich durch musste. Okay. Das finden wir wahrscheinlich auf der anderen Seite dieses Dinges hier. Wenn man weiß, wo es lang geht, dann geht's eigentlich. Ja, das. Oh, warte mal, zu dir wollte ich nicht. Ich versuche gerade die Orientierung zu behalten. Da muss ich nicht hoch, oder? Doch, da müsste ich hoch. Muss ich da hoch? Ich habe hier dieses. Wo ist dieses Brückenteil? Wenn ich das gefunden habe. Da ist es, da hinten. Alles klar. Das heißt, ich muss kurz mal hier lang. Im Grunde genommen muss ich da unten lang. Genau, dann da durch. Sehr gut. Ich verzichte mal noch auf diese ganzen Heiltränke, die ich noch habe, und die Heilung, die ich noch habe. Ich will jetzt mal wieder auf trockenen Grund kommen, so ein bisschen. Und das ist auf jeden Fall schon mal der richtige Weg. Definitiv der richtige Weg. So, jetzt muss ich erstmal 3000 von diesen Feuerspucker nochmal umdringen. Was ein wahres Vergnügen wird. So, hier war einer hinter mir. Jawohl. Dann muss ich da lang. Warte mal, kommst du entgegen? Du kommst entgegen. Ich zähle aber mal nach. Wer weiß, ob ich noch lang muss. So, das sind zwei Feuerspucker. Die hier unten sind. Auf der Treppe waren es damals 5. Hier sind es 2, weil ich glaube, hier sind es eher sowas wie 10 in diesem ganzen Gang. So. Nummer 3. Nummer 4. Fuck! Weg! Vier. Trank! Trank! Alter Schwede. 5. Und weg. Der hat mich jetzt getötet, hätte ich den Trank nicht genommen. Nummer 6. Wie nervig, ey. Sieben. So, ihr kommt gerade raus, nehme ich mal an. Okay, du machst eher so einen großen Bogen. 8.
9. Aufpassen, wieder ein bisschen zurück, nicht, dass der nächste hier als eckiger Sprung kommt. 9 Stück. Na, wo bist du denn? Ich habe gerade gesehen, dass du losgelaufen bist. Ja, wie viele das hier sind? 10. Elf und zurück direkt. Ah ne, muss nicht. Nummer 12. Sind es die 12 Feuerspucker? Es sind die 12 Feuerspucker hier, ich verstehe. Alles klar. Meine Güte, so. Noch einer. Wo? Da. Nummer 13. Schon wieder nur halbes Leben. Verdammte Axt und einen Esflock habe ich schon genommen. Da ist etwas, was ich vergessen habe. Sehr gut. Ein ehrenwerter Ritter. Uiuiui. So, jetzt kommt wahrscheinlich wieder der Saugnapfvieh von da oben. Das ist bestimmt ein bisschen besser. Alter, diese Furzeln, die nerven schon so ein bisschen. Das kann ich bestimmt ein bisschen besser attackieren, wenn ich einfach nur klüger bin. Leider bin ich nicht so klug. Waffe in Gefahr. Jetzt schon? Durch deine scheiß Säure. Okay. Wie sieht's aus mit der Waffe? ...223 ist, glaube ich, nicht so gut. Von 300. Naja, komm. Aber warte mal, war das das richtige überhaupt? Das war das Bastardschwert gerade. Ne, 223, alles klar. 223 von 300. Verstehe ich, läuft aber. Meine Güte. Waffe wird aber schneller als in Gefahr angesehen. Würde ich eher bei dem Drittel der Energie irgendwie mir so geben, aber okay. So, da oben muss ich nicht mehr lang. Ich muss jetzt da unten hin. So, hier runter. Und weg. Weg! Herrgott, nochmal. Ist hinter mir jemand? Nein. Sehr gut. Das ist echt eine nervige Gegend hier. Ich dachte, ich muss mal wirklich einen Punkt wieder in Stark investieren, sodass ich gerade so die Viecher mit einem Schlag wieder erledigen kann. So, war ich. Oh Gott. Alles klar, noch jemand? Du da hinten. Also, der läppert euch ganz schnell. Ihr bringt es im Prinzip nur 300. Aber wenn ihr irgendwie euch zu Dutzenden umbringt, dann ist das schon ganz schön eklig. Was man hier so zusammenkriegt an Seelen. Und zwar eklig im positiven Sinne natürlich. So. Der Dreck sagt dahinter. Ich verstehe auch wirklich, warum jetzt hier jemand hingeschrieben hat, dass man es nicht aushält. Ich könnte ihn wahrscheinlich auch mit dem Bogen versuchen zu Leibe zu rücken, aber da habe ich definitiv keinen Bock drauf. Das dauert 300 Jahre. Wahrscheinlich könnte ich auch da hinten ranlocken irgendwie. Was aber auch 300 Jahre dauert. Und dann tötet er mich trotzdem irgendwie. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Alles klar, machst du einen Blitz? Nee, machst du nicht. Mhm. Ganz sanft. Wir machen das hier ganz in Ruhe. Shit. Im
immer mal wieder einen Schlag. Er leider auch. Ganz in Ruhe zurückziehen. Oh. Das ist mal Pro-Heiling. Was habe ich... Was war denn jetzt? Bin ich doch noch da reingerollt oder was? Ich bin doch gerade runter durchgerollt, weil ich so unglaublich klug bin. Oh, was eine Gegend. Und zum tausendsten Mal. Ich weiß, zum dritten Mal erst. Muss ich da hin? Ich sehe gerade, ich muss keinen Death-Counter ausschalten. Weil der hier gerade nicht benötigt wird bei diesem Gegner. Und ich renne wieder hoch. Schön. Okay. Als jemand sagt, dass die Gegend relativ spät entworfen wurde, da möchte ich auch noch hinzufügen, dass sie offenbar auch nicht besonders gut getestet wurde, weil der Weg bis dahin so wirklich so nervig ist, dass man echt alles echt krass, obwohl ich wahrscheinlich über an irgendeinem Bonfeuer wahrscheinlich vorbeigelaufen bin, könnte ich mir gut vorstellen. Ja. Yeah. Okay, okay, okay. Bisschen Ruhe hier. Weil wenn ich hier runterrutsche, bin ich wieder irgendwo im Tümpel und das bringt mir auch nicht viel. Ich frage mich gerade, ob ich eigentlich irgendwie hier durchgehen kann, ohne. Also, ob ich zu dieser Brücke laufen kann. Guck mal, da hinten. Ist das die Brücke? Also, dieser Tunnel. Nee, ist es glaube ich nicht. Es muss doch einen kürzeren Weg hier durchgeben. Weil ich wechsle auch so oft die Richtung, aber man kann diese eingestürzten Brückenbogen wirklich erst sehen, wenn man. Wenn man irgendeine gewisse Perspektive hat, also wenn man irgendwie um so ein Ziggurat rumgelaufen ist und sowas, und das kriegen wir schon hin. Vor allem haben wir dann auch eine Perspektive erreicht, beziehungsweise einen Winkel erreicht, wie ich durchlaufen kann, ohne dass mich diese Viecher erwischen oder irgendwie, dass sie auf mich aufmerksam werden. Ich bin mir jetzt mal absolut sicher, dass man auch so irgendwie langlaufen kann. Dann rennen die Viecher zwar hinter einem her, aber das will ich nicht riskieren, weil so gut bin ich nicht. Da nicht lang. Oh, shit. Das war nicht der richtige Weg. Verdammte Axt, ich bin zu weit gegangen. Ich bin zu weit gegangen. Da darf ich auch nicht lang gehen. Da ist nämlich auch so ein Vieh. Ach, ich muss da oben hoch. Stimmt, so war das. So, nee, ich muss da unten einfach lang. Ja. Einfach nur da lang. Ja, das Vieh kann mich jetzt mal gern haben, ehrlich gesagt. Wo ist der verdammte Bogen? Da ist der verdammte Bogen. So, jetzt muss ich direkt mal gucken. Kann man... Na gut. Die Ausgangsposition kann ich von hier aus noch viel weniger sehen. Wenn ich den Bogen nicht von der Ausgangsposition sehe, also beziehungsweise wenn ich den Bogen nicht von Weitem sehe, wenn ich aus dem Bogen auch nicht meine Position sehe, wo ich ursprünglich hätte hingehen wollen oder wo ich herkam, das ist unrealistisch. Alles klar. Und wir gehen weiter. Einmal hier lang, dann da unten lang. Hallo? Verdammt! Gut, wir fangen an mit den 12 Karpaiken mal wieder. So, wir sind bei 2. Und ich sehe schon, die werden mich irgendwann mal tierisch nerven. Kannst du jetzt hier hochgehen? Nee, kannst du nicht. Aber hier konntest du irgendwie drüber rollen, nicht wahr? Na! Oder ich gehe einfach ganz normal dahin, ohne dass ich hier großartig irgendwas mache. Ach, guck mal. Einer schön von hinten, Nummer 3. Nummer 4. Nummer 5. Meine Ausdauer ist auch jetzt weg. Jetzt lauf mal dich mal ran.
Oh, weg. Dankeschön, dass du ein bisschen über die Wurzel rüberkommst. Ich glaube, du warst Nummer 5, bin ich ganz sicher. Das wäre die 6. Die 7. Weg! Acht. Okay. Die Stelle ist ein bisschen nervig hier. Hier muss man echt ein bisschen Übersicht behalten. Da kommst du jetzt angelaufen. Alles klar. Feuerparty. 10. Oh Gott, ich laufe auch noch rein, ey. 11. Okay, jetzt mal doch alle. Alles klar. Wenn die wenigstens 2.000 bis 3.000 Seelen geben würden, ja, hast du völlig recht. Tun sie leider nicht. Okay, du wirst wieder meine Waffe tierisch beschädigen. Nervt mich jetzt schon. Aber gut. Na, ich werde mich lieber heilen. Ich will auf Nummer sicher gehen. Arschloch. Okay. Gut, was bringst du? 1000 Seelen, na immerhin das. Ist auch nicht die Welt. Guck mal, da ist so eine Riesenstatue von euch. Bei Super Mario wäre das jetzt deine Endgegner einfach nur so ein Vieh in groß. So, unten sind auch nochmal ungefähr 3000 davon, deswegen. Hallo. Und weg. Alles klar. Weiche ich mal auf mit der Bindung. Geh weg, geh weg. Heil dich. Von hinten komme ich auch schon wieder nächst angelaufen. Wenn man sich in die Enge drängen lässt, ist man echt verloren. Kommt schon der nächste angelaufen. Weg! Oh Gott! Und weg. Und weg! Alter, leckt mich doch alle am Arsch, ey. Leben am Limit mit diesen blöden, dicken Feuerspuckern, ey. Ich raste aus. Und wieder der Typ. Oh, da ist schon wieder einer von euch. Ist das euer Ernst? Hör auf! Komm, ja, Vollschnelligkeit halber bringe ich auch noch um. 7600 Seelen nur durch solche Viecher. Beziehungsweise 7.900 oder nee, 6.900 Seelen, nur durch die Viecher, weil ich habe eins von diesen, von den Saugnäpfern umgebracht. Ah, alles klar. Stirb jetzt aber nicht wegen denen. Nein. Möchte ich auch nicht. Alter Schwede. Diese Dämonen halten aber auch echt so elendig viel aus. Das muss man wirklich mal sagen. Ich meine, ich habe ja wirklich keine schwache Waffe, aber das ist echt nicht, also ein bisschen herrlich. Was steht denn jetzt hier? Tränen. Ja, absolut. Absolut verständlich. Ich überlege mir gerade ernsthaft, ob ich mir den scheiß Pfeil und Bogen nehme. Obwohl, das bringt mir ja auch nicht viel. Das bringt überhaupt nichts.
dauert 300 Jahre. Drecksding. Dauert 300 Jahre und wird überhaupt nichts bringen. Weil er auch zurückschießen kann. Und der Blitz natürlich noch. Vor dem ich mich vorhin so geil geduckt habe noch. Da war ich so stolz. Wie? Tränen kann ich wirklich nachvollziehen. Das ist gerade mein Endgegner, Leute. Das ist wirklich mein Endgegner. Alles klar. Oh, Gottes Willen, ey. Ich habe einen davon erledigt mal. Es hat lange genug gedauert damals. Ich bin mir echt nicht sicher. Oh Gott, ey. Ich weiß nicht, wie oft ich hier noch langlaufen kann, ohne irgendwie auszurasten. Beziehungsweise ohne irgendwie zu verzweifeln. Das ist wirklich schlimm gerade. Das tut irgendwie auch weh. Der Weg ist so super nervig mit diesen verdammten Gegnern. Und die sind so langsam und die einfach durch ihre Masse erdrücken. Und man muss sich einfach nur Geduld üben. Aber das ist wirklich so. Das ist wie so. Stell dir vor, als hätte so eine Geduldssehne. Und Dark Souls spielt darauf Geige gerade. Ganz, ganz langsam. So fühle ich mich gerade. Und während ich das euch erläutere, hänge ich mich hier fest. Ich raste aus. Ich raste aus. Möchtest du einen Hinweis für einen kürzeren Laufweg an der Stelle? Ja, bitte. Das wäre schön. Nächstes muss ich versuchen hier. Ich raste aus. Ich muss kurz. Entschuldigung, ich muss kurz die Partie beenden, weil ich mich hier festgehangen habe. Wie geil ist das denn bitte? Spiel laden. Nochmal das Ganze. Das Gute ist, ich bin noch nicht so weit vom Lagerfeuer entfernt. Ach Gott, ey. Oh, warte mal. Vielen Dank, Dax. Wirklich? Chapeau, dass du das gemacht hast. Ich muss da lang. Alles klar. Und nochmal das Ganze. Da lang. Und gleich mir vorstellen könnte, warte mal. Da will ich letztendlich irgendwo hin. Das Spiel bricht ihn gerade, ja. Es bricht mich vor allem gerade ein bisschen an, aber alles klar. Wahrscheinlich könnte ich dann einfach, wenn ich runtergehe, direkt rechts gehen oder sowas. Dann wäre ich bei der Brücke, könnte ich mir vorstellen. Aber Lavasee, zweites Gebäude, Turm. Was? Lavasee, zweites Gebäude. 1, 2. Ach, da. Das da hinten. Da könnte man wahrscheinlich irgendwie hin. Warum bin ich schon hier unten? Das ist zu früh. So, das ist das erste Gebäude. Das da hinten meint ihr vielleicht? Alter, das ist aber auch. Das sieht aber auch recht gut bewacht aus, sage ich mal freundlich. So. Kommst du runter? Ach, ist mir echt scheißegal. Komm, ich gehe nämlich jetzt da hinten hin. La 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 la. Drecksack. So. Gerade mal kurz der Vollständigkeit halber. Ach nee, da darf ich nicht hin. Da ist wieder so ein großer. Okay.